Herzliches Willkommen zurück zu Seven Days to Die. Und ihr seht, ja, wie ihr seht, habe ich jetzt hier mittlerweile eine Aufbewahrungstruhe hingesetzt und meinen Schlafsack platziert auf eine Plattform, die fast fertig ist. Wir haben jetzt innen schon ein bisschen ausgespeckt. Das Problem ist halt bei der Axt, die ich habe, dass die nur in 5er Schritten abbaut und daher das Farmen von Holz ziemlich langwierig ist. Und ich mir gedacht habe, bevor ich heute überhaupt keine Aufnahme mehr mache, machen wir jetzt erstmal eine Aufnahme. Und ja, wir sollen hier ein Lagerfeuer machen. Das ist die nächste Quest gewesen, die wir haben. Um dann auch die nächste Quest zu machen und das Lagerfeuer vernünftig zu platzieren, dachte ich mir, machen wir hier mal einmal so einen kleinen Abgrenzung. Weil ich möchte das so wie bei dem Haus da machen. Dass das hier ein wenig organisierter ist. Dass wir hier genug Fläche haben. So, das heißt, wir haben praktisch hier die Abgrenzung. So, wir müssen aber natürlich noch welche machen, ne? Das ist ja jetzt, denke ich mal, kein Geheimnis. Machen wir nochmal 10 Stück. So. Und setzen hier nochmal welche ran. Die können wir ja hinterher nochmal abnehmen. So. Ich will ungefähr nur wissen, wie wir das jetzt hier machen. So. Wir machen das doch mal anders noch. So. Und setzen hier das hin. Also einmal ein bisschen weniger hier. So. Ach, guck mal, da bekommen wir auch schon Besuch. Wir bekommen auch schon Besuch von Zombies. Du weißt schon, dass es mein Zuhause ist, ne? Nicht dein Zuhause. So. Ja, das Lagerfeuer, würde ich sagen, setzen wir als erstes denn mal vielleicht hier hin. So. Wir fertigen erstmal eins. Oder wir setzen das natürlich gleich hier hinten hin. Ne? Kann ja auch gut möglich sein, dass wir das dann am besten so machen. Weil ich würde sagen, wir machen das auch so wie hier und bauen uns einen Garten. So einen kleinen, schnuckligen Garten. Aber ich glaube, jetzt hier die Frage, ne? Wie machen wir das am besten? Was setzen wir jetzt hier erstmal ein Lagerfeuer? Das Lagerfeuer zu Hause können wir immer noch setzen. So, warte mal. Ich möchte einfach nur die Quest jetzt erstmal mit euch abschließen. So. Dann machen wir das mal so, dass wir hier das Lagerfeuer hinsetzen. So, dann haben wir nämlich die Quest und jetzt könnten wir auch schon zum Händler. Bürger von White River, gute Arbeit, Überlebende. Du hast bewiesen, dass eine ganze Menge Potenzial in dir schlummert. Wir haben den nächstliegenden Außenposten von White River auf deiner Karte markiert. Dort wirst du einen Händler finden, bei dem du Waren kaufen und verkaufen und Geschichten mit einem unseren friedlichen Bürger austauschen kannst. Willkommen an Bord, Noah. Ja, das ist die nächste Quest, die wir haben. Okay. Hier könnten wir dann praktisch auch jetzt Fleisch abkochen. Oder braten. Können wir das Lagerfeuer wieder aufnehmen? Nee, können wir nicht.
Okay, dann bleibt das hier stehen. Ist ja auch nicht das Problem. So. Dann können wir das nämlich wieder mitnehmen. Weil wir sind ja noch nicht fertig, noch längst nicht. So, da hinten ist eine Vorratskiste. Bevor ich jetzt irgendwas mache, möchte ich nochmal mit euch zur Vorratskiste gehen. Mal schauen, was da so schlummert. Vielleicht finden wir noch das ein oder andere an Waffen, Werkzeug, was wir gebrauchen können. Da ist auch noch so ein Turm, das können wir dann gleich mit erkundschaften. So. Wir plündern jetzt erstmal die Vorratskiste, ne? Oh ja. Das schaut sehr gut aus. Erstmal haben wir einen Bauplan für ein taktisches Sturmgewehr. Und wir haben genug Muni wieder gefunden. Wir haben Essen gefunden. Also das ist mega gut jetzt. So werden wir auf jeden Fall auch nicht verhungern. So, wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir, wie gesagt, da gleich in diesen Turm oder was das ist rein. In dem kleinen Häuschen da vorne. Gleich mal schauen, was uns dort erwartet. Schaut auch sehr interessant aus. Ah, Donut Park. Okay. Ja, mal gucken. Oh, ja, das ist natürlich auch geil. So eine richtig schöne Falle. Na, Meidel, was machst du? Alles klar bei dir? So. Okay, hier ist auch schon was drin. Müllhaufen. Schaufel haben wir auch dabei. Können wir gleich nochmal Zement mitnehmen. Ah. Natürlich haben wir uns jetzt infiziert. Müssen wir gleich, wenn wir nach unsere Base laufen, uns Honig reinpfeifen. Oder Antibiotikum. Müssen wir mal gucken, was wir da haben. Ich glaube, wir haben nur Schmerzmittel und Honig da. So. Haben wir hier was drin? Nö. Okay, dann können wir das abbauen. Pflastersteine. Die wir dann vielleicht verwenden können, um unsere Terrasse und so eine Sachen auszubauen und unser Haus noch ein bisschen sicherer zu machen. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir die Dinger noch aufrüsten. So, hier haben wir auch noch Zement. Pflastersteine meinte ich. Benzinkanister. Oh.
Müllcontainer. Fäden. Muni. Ach, guck mal, da bekommen wir schon wieder Besuch von so einem grünen Kübi. Warte mal, wir gehen raus, wir kümmern uns um den. Wir sind ja gute Gastgeber. Oder gute Einbrecher, höflich. So. Komm, du auch. Das ist nicht schön und nett. So, jetzt sind wir wieder natürlich 2 Stunden damit beschäftigt, unser verstauchtes Bein irgendwie in den Griff zu kriegen. So, schauen wir mal. Ist verschlossen. Ach ja, immer diese Abnutzung von Werkzeugen. Herrlich. Wie gesagt, Pflastersteine sind gar nicht so unwichtig. Gerade für uns. Weil wir die ja auch brauchen nachher, wenn wir unsere Häuser sicher machen oder beziehungsweise unser Haus sicher machen. Häuser ist auch lustig. Wird nur ein Haus gehen. So, mal schauen, was uns oben erwartet. Irgendwie werden wir hoffentlich in dem Ding hier reinkommen. Ich höre auch schon ganz, ganz viele Zombies. Ach, da sind die. Da sind meine Freunde. Okay. Auch gut. Wo kommst du denn hier? Ach gut. Du haust daneben, mein Freund. Mal so als Info. Ja, so ist das, ne? Wenn man hier immer alles abbauen muss. Ist natürlich manchmal ein bisschen nervig. Aber hat sicherlich irgendwo auch einen Grund. So, wir müssen da, glaube ich, runter, ne? Kaffee. Das ist, glaube ich, derjenige, der hier zuständig ist für das Ding hier. Junge, siehst du kacke aus.
So, auf jeden Fall schauen wir mal hier lang. Oh, Eier. Nehmen wir mit. 8 Stück. Können wir immer gebrauchen. Das lassen wir mal fallen. Das brauchen wir hier nicht. Das können wir zerlegen. Nehmen wir auch mit oder benutzen wir schon. So, was haben wir denn hier drin? Bindungsbremse-Mod. Nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Das sowieso, das tragen wir gleich. Das nehmen wir auch mit. Das sowieso. Das können wir zerlegen. So. Müssen wir aber einmal die Axt reparieren. So, dann haben wir nämlich auch die Kiste. Ja, ein Speer. Gut, haben wir zwar schon, aber nehmen wir trotzdem mal mit. Wer weiß, wofür das für alles noch gut ist. So. Kommen wir hier wieder irgendwie raus? Müssen wir wirklich die Tür aufschlagen? Herrlich. Das kann ein bisschen dauern. Auch nur ein bisschen. Warte mal, wir haben hier glaube ich noch eine Markierung. Das ist natürlich immer ein bisschen blöd, ne? Sowas dauert und sowas beansprucht halt immer eine Menge Zeit von den Vollen. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo rauskommen muss wieder und man muss dann irgendwas abbauen. Wir werden auf jeden Fall auch mal ein bisschen was essen. Essen haben wir ja auch genug da. So. Ja, also wir haben jetzt praktisch die ja, 1x1 Sache erledigt. Wir haben jetzt praktisch die Möglichkeit, zur Siedlung zu reisen, dort den Händler zu besuchen, Quests anzunehmen, was natürlich ganz gut ist, weil wir dadurch Geld verdienen und durch das Geld, was wir da verdienen, uns nämlich weitere Sachen kaufen können. Was uns dann auch immer sehr hilft, gerade wenn wir irgendwas bauen, etc. Und vielleicht die ein oder andere Mod auch finden. Ich denke mal, wir werden uns in der nächsten Folge darum kümmern, dass wir einmal zur Siedlung hingehen und vielleicht die eine oder andere Quest erfüllen, um dann halt genug Geld zu verdienen und eventuell uns für die Axt eine Mod zu kaufen, die uns dann auch hilft, dass wir halt mehr abbauen können.
Denk mal, es wird bestimmt auch noch die ein oder andere Vorratskiste runterkommen. Das ist ja eigentlich so, also von meiner Seite aus so eingestellt gewesen, dass jeden Tag immer eine Vorratskiste runterkommt. So eine Donnerbüchse. Kann man zerlegen. So, das war's, glaube ich. Ja, das war's. Mehr haben wir hier gar nicht. Dann können wir zurückkumpeln. Einmal zurückkumpeln. Man könnte ja schon fast sagen, Hals- und Beinbruch bei den Verletzungen, die ich habe. Aber gut, das kommt davon halt, wenn man nicht aufpasst, wenn da die Zombies kommen. Mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Da müssen wir hin. Wir haben ja auch leider nichts da. Wir sind erstmal überladen. Dann sind wir verletzt. Das kommt ja alles dazu. Ist natürlich dann auch immer so ein bisschen blöd. Und die Ausdauer ist auch gerade nicht die beste bei uns. So. Genau, nehmen wir mal zurück. Also ich denke mal, die Fläche da hinten, die ist schon gut. Also die wir uns ausgesucht haben zum Bauen. Klar, wir sind ein bisschen weiter weg vom Händler. Aber es geht jetzt noch. Also es ist jetzt noch nicht allzu schlimm. Man kann unterwegs auf jeden Fall, denke ich mal, das ein oder andere looten, auslooten. Rucksäcke, die rumliegen, Müll. Man kann nebenbei noch was abbauen. Also man kann so vieles nebenbei machen. Und wir haben natürlich ein großflächiges Gebäude für uns, was wir bauen. Das ist dann natürlich dann auch mal für uns ganz cool. So. Ja. Dann würde ich sagen, legen wir das Ganze hier erstmal ab. Weil wir haben natürlich jetzt ein bisschen was gesammelt. Stoff. Muni. So. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in der Zeit, wo ich jetzt 7 Days to Die spiele, auch auf den älteren Server, die ich damals mal angefangen habe, ein Problem mit Muni hatte ich bis jetzt noch nicht. Das ist immer sehr interessant. Man hat ja eigentlich immer Probleme mit Muni bei solchen Spielen. Aber das hatte ich jetzt hier wirklich noch nicht einmal.
So. Dann stellen wir hier erstmal ein paar Stühle hin. Alleine mal es können. So, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge mal an der Stelle. Ja, danke fürs Reinschalten auf jeden Fall. War zwar jetzt nicht so ganz gesprächig, die Folge wie sonst, die ersten zwei Folgen. Liegt einfach daran, dass wir natürlich auch gucken müssen, wie wir den Content hier füllen. Und wir waren ja jetzt, haben Lagerfeuer gemacht, wir haben ein Haus gelootet. Extrem müde bin ich auch. Nein, aber wie gesagt, das war jetzt nicht so spektakulär jetzt, aber solche Folgen gibt es sicherlich auch mal. Ich hoffe, ihr seid mir deswegen nicht ganz so böse. Ja, ich würde einfach sagen, ich nehme jetzt noch ein ganz gediegenes Schmerzmittel zu mir und wir beenden die Folge an dieser Stelle. Danke fürs Reinschalten. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten lasst gerne auch Feedback da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.